Willkommen zum Geländewagen-Simulator. Das klingt nicht nur gefährlich und nach absolutem Trash. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es das auch ist, allein wenn ich schon das Intro sehe. Ich habe es aber noch nicht gespielt. Es könnte also auch sein, dass das Ding der absolute Hammer ist und uns alle umreißt. Hier bei diesen scharfen HD-Aufnahmen. Ah, da sieht man schon ein bisschen was aus dem Spiel. So, kann ich das hier irgendwie... Ah ja, wegklicken kann ich's. Starten wir unsere Karriere. Ach nee. Profil. Ja, dann starten wir unsere Karriere. Einführung. Ja, spielen wir mal die Einführung. Spieleentwickler regen sich immer darüber auf, dass, wenn man nicht... Also, wir haben... Das gute Samurai, wenn man nicht das Tutorial spielt. Also spielen wir es jetzt mal. Welcome to the Off-Road Driving Course. You're gonna learn all about this vehicle and how to deal with all kinds of off-road obstacles. So schlecht sieht es ja noch nicht mal aus. Also klar, es ist nicht das Highlight, aber. Okay. Achso, jetzt geht's schon los. Ah, ich will... Oh, Leute, das kann ja nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt hier? Ach du Scheiße. Das ist jetzt Inhalt dieses Spiels? Ach du Scheiße. Kann man hier irgendwie die Perspektive wechseln oder ist das nicht drin? Das hat schon gut geklappt, sei vorsichtig. Finden Sie ein Hindernis voraus. Also. Oh nee, was ist das denn jetzt hier? Jetzt haben wir uns das hier inspizieren. Achsendifferenzial. Einschalten. Diesen Aufstieg hier. Ich hoffe. Ah. Ja, jetzt haben wir uns schon so fest. Wie die Kamera dann auch immer bespritzt wird. Leute, ich bin doch das Auto, oder? Ich war doch das Auto. Ja? Nein. Doch. So. Da haben wir doch. Ist das eine Kunde? Warum kauft man sich eigentlich sowas? Ja, ich kann nicht mehr das durchzulesen. Hört mir wahrscheinlich am Ende wieder zu verhängt. Och nee, Leute. Was ist das denn jetzt? Das ist komisch. Ja. Was ist das? Ach du Scheiße, jetzt geht's richtig los. Nein. Ja, was ist das denn jetzt? Jetzt starten wir hier nochmal. Och nee.
Och, was ist das denn jetzt hier? Mensch. Ah, dieses Spiel erreicht wirklich den Zenit des Dummen. Inspizieren wir doch erstmal das Fahrzeug. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Ach Leute, nee, das ist doch kein Spiel, das kann man doch nicht verkaufen. Wenn schon rein, dass du Tommy und so scheiße. Soll ich das schaffen? Mensch. Das kann ich glaube ich da mit allem. Ja? So. Jetzt aber. Ja, komm, das kriegt er doch jetzt auch noch hin, ne? Das ist ein richtiges Scheißspiel. Aber lustig ist es, muss man dem Spiel wirklich lassen. Den Witzfaktor reicht es vollstens. Ah, jetzt haben wir. Winde nutzen, rechts umschalten. So, und jetzt? Links, rechts, geschossen. Ja, und was? Links, rechts, Befestigung wechseln, Return Van. Ah. Also nochmal. Kann man hier überhaupt richtig? Wo müssen wir überhaupt hin? Kraft verringern, Kraft erhöhen. Ja, komm. Ach du Scheiße. Ist das richtig? Checkpoint passiert. Die Handbremse, wo ist denn die Handbremse hier? Wahrscheinlich Leertaste. Also irgendwie, ich schwank so zwischen lustig. Das Spiel lustig finden und scheiße finden. Ich muss das noch ein bisschen für mich rausfinden. Aber irgendwie wird an jeden Scheiß Simulator gehackt.
gehängt. Das ist eigentlich gar kein Simulator, das wissen die auch selber. Gut, das sollte reichen, ja. Und jetzt? Letzte Runde. Scheiße. Ja. Ah, da bin ich elegant gedriftet. Mal gucken, ob ich jetzt alles, mein Wissen, alles anwenden kann. So, hier war mir so mit Hinterachse und Vorderachse das Verlagern. So. Das war auch geschafft. So. So, da kämpft er sich auch irgendwie rüber. Mann. Das ist ein Ding. Irgendwie. Ah, es ist doch ganz witzig, aber teilweise nicht so ganz. Vielleicht nutzt es ja was, wenn man die. Nee, wenn man die schon benutzte Fahrspur nutzt, bringt das nix. Aber gut ist, dass. Ach, die Seilwinde wieder. Dann ist das alles gerissen, ist gut. Kann ich das dann eigentlich nicht noch irgendwo anders anwenden? Also wenn es einmal gerissen ist, ist es dann immer gerissen? Ist so viel Logik im Spiel oder kann ich das nächstes Mal nochmal verwenden? Ist auch echt alles angewendet, aber ist ein gutes Tutorial, macht man auch selbst mal was. Besser als in anderen. So. Jetzt ist die Einführung geschafft. Nee, jetzt möchte ich wieder zurück und möchte Thailand machen. Thailand. Jawohl. Sandgrubenhelden. Ja, machen wir das doch mal. Ich habe immer noch nur ein Fahrzeug. Okay. Das ist blöd. Return. Ach du Scheiße. Da wollen wir doch mal zeigen, dass wir besser sind als andere. Fährt man hier kein Rennen gegen andere? Also es gibt auch einen Mehrspielermodus, habe ich gesehen. Das Ding ist, fährt sie so schnell fest. Ah, da vorne ist so ein Geist. Das sieht ja schon mal gut aus. Lockerer Untergrund. Boah, das Ding, das fährt sich ja so fest. Fährt auch sandig. Ja, jetzt sind wir hier total fest. Da müssen wir die Salbe nehmen. Kurzer Cut. Geht's auch schon weiter? Ah. Was ist das jetzt wieder für eine komische?
So. Probieren wir es nochmal. Nehmen wir nochmal die Seilwinde zur Hilfe. Ach du Scheiße, das geht noch nicht mehr. Leute, ey. Kann nicht möglich sein. Man muss sich mal vorstellen, dass das Leute in echt machen müssen. Sehr dumm. Versteht auch gar nicht den Reiz dran. So. Hier wäre schon Ende. Weil jetzt das ganze Scheiß, die ganze Scheiße nochmal von vorne. Platz 10 von 10, das ist ja beruhigend. Ja. Preisgelder hier, wenn man auch gewonnen hat. Was ist das denn jetzt hier wieder? Leute, ey. Ist nicht möglich. Ist das jetzt auch wieder die Stelle, wo wir eben schon waren, oder? Diese komischen Leute am Rand, also... Ach nee. Ach ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt ist es komplett aus. Es ist gelaufen. So. Leute, ey, das kann wahr sein. Ja, jetzt? So. Das ist ein Spiel. So, wir sind weiterhin letzter Platz. Ist das blöd, ey. Kriegen wir jetzt irgendwas dafür, oder? Ach, jetzt geht's schon direkt weiter. Naja, die nächste Folge seht ihr dann in der nächsten Folge, beziehungsweise die Fortführung seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich finde es sehr interessant, das Spiel, aber auch gleichzeitig ein bisschen komisch. Was sagt ihr zum Spiel? Schreibt das doch mal unten in die Kommentare. Ich freue mich. Tschüss.